Aber wie wäre es offensichtlich fallen die Termine ja relativ gut zusammen. Das Oberverwaltungsgericht hat ja signalisiert, dass sie im Oktober noch entscheiden werden. Es kann ja dann natürlich auch sein, dass wir dann relativ schnell in Dortmund die Wahlen von 2009 wiederholen müssen. Ich glaube zwar nicht daran, weil ich nach wie vor der Ansicht bin, dass das erstinstanzliche Urteil. Was Besonderes jetzt, ja? Ja, das ist der Hauptpreis. Das ist der Hauptpreis? Nein, das ist nicht hauptsächlich. Das ist der Hauptpreis. Nein. Was ist das denn? Das ist ein Jahrbuch aus Chile. Die Polarpost. Polarpost? Ja, aus Chile. Polarpost aus Chile? Ja. Was kostet sowas? Oh, das sind Liebhaberstücke. Liebhaberstücke? Ja, sieht aus wie Ministerbuch. Ja, stimmt. In Gold gebunden. Aha, und das gibt es nur ganz selten? Oder? Ja, das ist eine kleine Auflage, sagen wir mal. Achso, wie viel gibt es davon denn auf der Welt? Kann ich Ihnen haben Sie die kostbarste Briefmarke? Haben Sie die auch hier? Nee, die schon nach Hause. Was kostet die? Die kostbarste, die wir heute hatten, die war 8.500 Euro. 8.500 Euro? Ein Deutsche Reichblock. Deutsche Reich? Ja. 8.500 Euro. Ja. Muss ich gleich mal aufschreiben. Haben Sie mir das schon aufgeschrieben? Nee. Also so aus dem. Aus der Zeit dann. Ja. So, Briefe mit ATM-Haken. Also sauber gestempelt. Dieser ganze Packen geht weg für die Losnummer. Wie kriegst du jetzt? 283. Jo. Das weiß ich nicht. Ehrlich? Ja. Ich hab einen Kamin zu Hause. Dann packen wir nochmal hier drei Karten zusammen. Einmal den Sportblock. Das ist die Michel 17-20. Für 10 Euro Michel steht der schon. Da gibt es hier noch die dabei. Ich glaube, ich kann auch auf dem Markt anfangen hier. Ja. So, die Nummer? 265. 265. Hier! Sieht original so an den. Mhm. Okay. Berlin-Flug. Wer hat die denn weg? Wer hat die verschickt? So, Leute! Ja. Okay.